Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Wir sind hier im Turnier und wir wetten wieder Geld auf uns selbst. Nein! Bogen trainieren. Oder geht es gar nicht? Weiß jetzt gar nicht mehr. Aber gut zum Trainieren ist es auf jeden Fall. Ja, toll. Ich schieße immer auf das Ding. Auf das Schild. Ich mache das so. Reichweite. Die Reichweite von ihm. Er kriegt ihn mal, Meister. Ah man, alle müssen bereit sein, die noch Gegner sind. Rang 4 des Turniers, wetten. Kämpfen. Ja toll, ich hab nur Bögen! Unfair wie... Ein Stück Scheiße. Ist Scheiße unfair. Was ist das für ein Turnier? Nur Bögen. Ich glaube, ich mache nie mehr Turnier in meinem Land. Wo kann auch hergeht. Gut. Ah, oh, Mann. Kriege ich den Bogen nicht. Der andere ist tot. Was ist denn das für ein Noob gewesen? Ja, es ist so unfair, das Turnier. Aber ich besiege... ich besiege den... Ah, der ist dort. Gut. Schön, dass du ihn erledigt hast, aber ich brauche den Punkt. Auf Rang 5 jetzt plötzlich. Ich habe einen besiegt, das sage ich mir sicher. Blödes Stück Scheiße. Jetzt bin ich mal richtig frech zu meinen Reichsmitkämpfern. Toll, weißt du? Er hat natürlich das Beste. Oh. Ey, ich glaub's ja nicht. Ich mach nur noch ein Swadien-Turnier oder so. Ich denke, Swadien ist schon das Beste. Wegen dem Schild, wegen dem Schwert und dem Zweihand irgendwas. Oder nein, bei den Nords. Ich glaube, ich werde bei den Nords machen. Was sagt ihr so? Dürft gerne was in die Kommentare schreiben. Ach was, ich habe das Pferd nicht... er hat angelt. Gut. Mensch, Meier, hey. Ja, ich bin Fünfter gewesen, jetzt habe ich gewonnen. Gut, sehr realistisch. Oh, erstmal was trinken. So richtig alkoholisches Zeug. Es ist niemand da! Wo sind sie denn? Das Spiel ist verbuggt. Gen... Hey. Doch, es ist jemand hier. Heftigste. Harmonika.
Mutter to Lady Ayosu. Okay. Ja, ja. Schlimm so etwas, hä? Da ist man einfach alleine. Waren, Brot. Oh, günstig wie noch nie. Heftigst. Danke. Ah, die hauen auch wieder ab. Hm. Zu den Steppenbanditen. Gehen wir ihnen mal nach. Ja, danke. Blöde Steppenbanditen. Wo geht ihr hin? Da, bei Steppenbanditen, die sind zu schnell immer. Also es ist wirklich extrem schwer, bei den Kanadkriegen, da sind sie nicht so beliebt, aber ich habe da keine Probleme und werde da mich durchbeißen irgendwie. Gehen wir mal nach Nara Schenke. Krawallenwache. Der Manit. Ne, ist nicht dabei. Reisender, Wanderer, Trabadur, Buchhändler. Heilkunst. Sonst nichts. Später werden wir im Geld schwimmen. Aber nicht jetzt. Zwölf. Oh, fürstlich, aber so teuer. Ja, sieben ist auch zu wenig. Geschwindigkeit ist im Pferd schnell. Okay. Kurz zur Burg. Die Burgen sind auch blöd. Es ist immer niemand da. Und du solltest mal deine Sachen irgendwo ablegen, deine Gefangenen. Ja, die haben kein Geld. Die kriegen das nicht zurück. Alle massakrieren. Oh. Vielleicht den mal kurz anreden, der stoppt gerade. Hm. So nicht. Gehen wir nach Tolga, hoffentlich ist der König dort. So, scheinbar ist es eine Nachmachung von Genghis Khan. Und das war also Mongolei. Oder es ist etwas anders als im Khanentum. Hm. Weißrot. Tja. So ein Plattenrock wäre richtig genial. Aber schaut euch diesen Preis an. Das ist einfach nur heftigst. Ist immer gleich. Das ist sogar teuer. Du bist Akaneuern. Kenne ich noch nicht. Ich höre, ihr habt meinen Pächtern im Dorf Daschbinger Almosen gegeben. Ich habe meine Pflicht des Fürst und Beschützer vernachlässigt, was er tat, sehr zu schätzen.
Oh. Ja, es grämt mich auch sehr. Okay, sorry, aber die Quest mache ich jetzt momentan nicht, wenn ich, nicht Ding will. Verbessern im Volk. Komm jetzt mal zu mir, bitte. Hast du dich verändert? Wie hast du dich verändert? Mal kurz schauen. Gut. Eine Burg, der Ding wäre noch einfach. Wollen wir das machen? Hm. Können wir machen. Ich brauche eine Burg, aber es ist zu schwer. Wir könnten es mal machen, hä? Ich werde hier mal einen Speicher machen mit Burg E. So. Und jetzt gehen wir mal zu dieser Burg, die ganz weit weg ist. Ich muss kurz schauen. Lol, das ist alles? Okay. Mist. Shit. Die haben ja alles verloren. Ich wollte Burg Nelak einnehmen. Oder ist Burg Nelak immer schon Kanatkeg gewesen? Da hinten ist auch keine Burg, das ist blöd. Komm, wir gehen nochmal nach Ryuma. Und tun mal dort. Einfach mal schauen. Es wäre genial, wenn wir das könnten. Gute Krieger haben wir ja, aber nicht so, wie ich will. Ich mache dann einfach auf einfach. Ich mache jetzt schon auf einfach. Sorry, aber das muss ich jetzt machen. Weil das Spiel sehr unfair ist und ich natürlich ein bisschen ängstlich bin zu meinem Krieg, also weil ich meine Kriege nicht verlieren will. Ja, leider. Aber so ein Spiel ist unfair zu machen, das geht mal gar nicht. Es können jederzeit bei der Belagerung Truppen kommen und mich ja, schwerst treffen. Gut, wir haben sogar mehr Reichtum durch das Turnier natürlich wieder. Schaffst du das? Naja, du schaffst das. Also mal schauen. Was, so viel? Ja, natürlich haben die da viel. Ich komme auf dich zu. Und wo ist das? Da. Kurz mal angreifen, hä? Los, Leute. Zwei sind's noch. Gut. Ah, so eine schöne Schneelandschaft hier. Hey. Ja, das Pferd stoppst einfach nicht. Was sind denn das für Banditen? Ja, ich hab
die längere Waffe. Dankeschön. Oh Gottchen. Wie lautet euer Name? Monika Basler. Schön, euch zu sehen, Monika Basler. Ich bin Boja Tachias. Danke für eure Hilfe. Und ich hoffe, dass sich unsere Wege kreuzen werden. Der ist doch von Rodox, ist das ein Böser? Alles mal nach oben tun, weil wir haben ja sowieso einen Spielstand, wo wir nicht unbedingt weitermachen, was schief läuft. Deserteur haben wir auch viel. Burg Dramuk, hä? Ich will eigentlich nur auch so viel. Das Unmögliche. Schade. Okay, machen wir es nicht. Wir machen jetzt Wir gehen zu Urubai Neuyans. Machen ein paar Aufgaben. Eventuell kommen dann doch plötzlich ein Dorf. Aber wieso will einer ein Dorf nicht geben, weil ich eine Frau spiele? Wir haben jetzt warten können, dass wir mehr Erfolg haben, indem wir einfach eine andere Burg angreifen, aber... Ja, wird auch schwer sein. Aber leider geht es nicht mit unserem Trupp. Hey, bleib hier! Die KI ist immer strikt ihren Linien vorgegeben. Das ist ein bisschen blöd für so ein Game. Na danke. Der ist hier durchgegangen. Da ist er wieder. Ja, alles in der Haus der Apfel immer. Schlimm so etwas. Kenne ich euch? Mein Name lautet Monika Bass, steht zu Diensten. Ich bin Ulusamai Neuyan. Okay, ich grüße euch, meine Dame. Bitte haltet mich nicht für forsch, wenn ich sage, dass es ungewöhnlich ist, eine Frau für den Krieg gerüstet zu sein. Ich hoffe, eines Tages der Vater einer Tochter zu sein, die solch Tapferkeit und Kampfgeist ihr eignet. Cool. Ich will nichts ausbilden. Die haben so schlechte Quests, die Kanad Kergits. So ein Mist. Oh je. Ich glaube, ich gehe zu den Swaden. Für den ersten Moment. Oder zu den Nords. Ich gehe bald zu den Nords. Oder zu den Rodox. Weil bei den Rodox haben wir zwar Speerträger und so Sachen, sind aber nah an Swadien, haben keinen Krieg gegen Vergier, wo schwach sind, und gegen die Nords. Hoffentlich. Und haben gute Banditen. Weil es ist unmöglich, hier etwas zu reißen. Mal schauen, geht's denen gut? Denen geht's eigentlich noch gut, die haben sogar eins mehr erobert. Mist. Die haben Ribelet.
Nur da ist wieder enterobert. Hm. Ich müsste aber doch dorthin gehen. Weil das ist das einzige Reich, wo mit Conrad Kerg nicht im Krieg ist und mit Vergius. Hm. Ja, ich muss, ja. Muss jetzt das Reiterzeugs. Da. Schon wieder. Ich habe doch erst gerade gehabt. Oder war das etwas anderes? Es sind Leute vorbeigekommen, viele. Okay. Weil wir jetzt schon einen Trupp haben, müssen wir jetzt nicht mehr so viel Krieg machen. Ich werde einfach schauen, dass ich die Gegner auch ein bisschen helfe. Aber trotzdem Ding werde. Weil sonst habe ich einfach fast keine Chance. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh ja, die Optionen sind noch niedrig. Ah nein. Okay. Also hier mal kurz schauen. Nix. Schenke schauen. Ist immer noch das gleiche, hä? Bauer. Kedeke. Was ist jetzt, wenn wir eigentlich an Rodok gehören? Wenn wir da Minus bekommen bei bei Conrad Kergit. Wohin? Da kommen sie. Ja, leider sind die immer zu fort, das ist das Problem. Wenn wir nicht viel machen. Wir brauchen vor allem mehr Ehre, das ist eine perfekte Quest, um die Ehre stärken. Gut. Ich muss mal hinten durch. Noch zwei. Drei sind sogar. Noch ein. Oh, gut. Schön, hä? Wieder ablehnen und 8 haben wir hier. Gut. Dann gehen wir nach Alma. Gehen wir so weit, bis wir dann in Rodok sind beim König. Ach schön. Da haben wir doch etwas, was wir ein bisschen verbessern können. Kutan und Gdiri wurden belagert. Okay, ja. Ah ja, bei der Krankheit machen wir wieder ein bisschen irgendwas zu da im Hals. Diese Speicheldrüse, was ist es jetzt gleich da? Ich komme da immer nicht so mit. Ist bei mir vergrößert durch die Probleme mit der Hormonsache. Und deshalb, wenn ich krank bin, dann habe ich immer so ein bisschen Probleme dort. Also wenn ich jetzt Grippe habe wie jetzt. Und das macht mir halt einfach nur
bisschen Mühe, aber es geht. Sollte einfach euch klar sein, dass ich eben nicht so gut reden kann momentan. Aber ich will ja euch nicht ein bisschen sorry. Ja, jetzt ist er. Okay. Nein, geht wieder. Okay, gehen wir weiter. Er ist immer noch ein bisschen, aber nur ein bisschen. Gehen wir direkt zur nächsten Stadt. Das ist Veluco wahrscheinlich. Bei den Swadien müssen wir gar nicht gehen. Und sollen wir noch ein paar Swadier mitnehmen? Ich denke schon. Ritter zu haben ist immer gut. Oh, 7. Ja, das reicht. Gut. Also ich nehme jetzt nicht noch einen Part in dieser Aufnahmesession auf, weil eben die Stimme ist, schlecht ist, aber ich würde schauen, dass es trotzdem noch mehr kommen, Videos. Muss gucken, hä? Ich gehe sowieso wieder gleich zum Arzt und dann muss ich das sagen, also. Vor allem mal eine Grippenimpfung wieder machen. Die ist jetzt so langsam. Gehen nach Veluco, hopp. Vorwärts, nicht Nacht werden. Nein. Hilfe. Ja, okay. Was wir so erreichen, das im nächsten Part. Hier könnt ihr noch kurz was lesen. Ich habe es schon ein paar Millionen Mal gelesen. Bei meinen vielen Spielstunden. So, Firentis, du hast noch nicht so viel, hä? Einfach Stärke und Schlagkraft. Und später ein bisschen Eisenschwarte. Nordveteran ausbilden. Und Huskarl. Swadische Miliz. Swadische Ritter. So. Speichern als... Rodok. Vassal. Also, danke schön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drag Vassal. Tschüss.